Meine lieben Leute, weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Kurz entschlossen, jetzt doch nochmal einen letzten Part in dieser Aufnahmesession aufzunehmen, weil wir gerade so gut mit den Core-Quests vorankommen. Das heißt gut, aber es geht halt, ne? Ich weiß halt genau, was ich jetzt machen muss. Es ist schon wieder ein Leystein vorkommen. Ich dachte, es ist ja ein Fischschwarm. Was müssen wir hier machen? Blattbart, der Erzähler ist da. Diese alte Seele hat eine packende Geschichte über den Krieg der Ahnen. Ihr habt doch sicherlich vom Krieg der Ahnen gehört. Die Hochbergtauren behaupten, sie hätten Tichondrios besiegt, aber sie hatten Hilfe, und zwar viel Hilfe. Wollt ihr meine Geschichte hören? Noch, du Güte. Was bedeutet das? Irgendeinen. Ach, du Scheiße. Jetzt müssen wir hier fighten, oder was? Hullen Hochberg, Echero folgt euch? Dies ist kein gewöhnliches Tier. Er ist einer von Malornes Erwählten. Ihr vertraut hier sehen. Das sieht ja cool aus. Boah, mach ich viel Schaden. Stirb. Jetzt baue ich einfach. Oh, hier. Komm zu Papa. Kommt her. AOE ging als Druide schon immer blöd. Ich drücke gerade einfach nur alle Tasten. Anspruchsvoll, auf jeden Fall. Wo ist denn der Grubenlord? Da ist der Grubenlord. Und der Grubenlord ist kein Problem. Easy. Hätte mir jetzt was Schlimmeres vorgestellt. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Knobel-Rätsel-Quest, aber das war es Gott sei Dank nicht. Was ist das denn hier? Ach. Das sind Quests, die wir hier haben in dem Dungeon. Was müssen wir hier machen? Läutert den Schreckenswurz. Das haben wir schon mal gemacht. Da ist man am besten beraten, wenn man sich eine Gruppe sucht. Diese komischen Augen, der Schreckenswurz war einst ein wunderschöner Wald, der nun von Monstrositäten des Albtraums überrannt wurde. Das Ding ist buggy seit einiger Zeit. Ne, jetzt geht's wieder. Ich wollte gerade sagen. Kann man einfach nur diese Blumen hier? Jetzt gibt es das Gefühl, ich bin der Einzige, der was macht. Ganz am Anfang habe ich kurz. Ah, jetzt passiert was. Oh ja, jetzt geht's. Alter, meine Güte! Hölle auf Erde! Vielleicht wird sich dieses Land nie von dem Bösen erholen.
Aber wir müssen tun, was wir können. Ja, machen wir. Ah, nee, nicht Rabenwehr. Nicht Rabenwehr. Bitte nicht Rabenwehr. Oh nein, ich muss aber Rabenwehr machen. Ich kann auch das hier machen. Ist alles nicht geil, ne? Machen wir Rabenwehr. Macht ja keinen anderen Sinn. Irgendwo mit müssen wir ja anfangen. Kann ich nur hoffen, dass ich beim Hochberg nachher drei relativ einfache, wobei wahrscheinlich mache ich die auch gar nicht mehr zeitlich. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch hinbekomme. Eigentlich wollte ich mir das ja für den Hochberg aufbewahren, aber ich denke, ich benutze das gleich. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinten hinkomme. Hier. Dass hier nicht irgendwie eine schönere Quest gibt, die ich eben kurz machen kann. Das ist mal wieder typisch. Alles scheiß World Quests gerade. Keine einzige richtig gute dabei. Wisst ihr, so einen wie töte Mob A, der ist nicht Elite und steht wahrscheinlich irgendwo direkt am Flugpunkt. Das sind die guten World Quests. Und nicht sowas wie töte eine Trillion von Mobgruppe A. Und danach 20 Trilliarden von Mobgruppe B. Wenn der jetzt noch gekommen wäre, ne? Ohne Scheiß. Ausgeburten der Hölle. Lass mich bloß in Ruhe. Of course. Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Ihr verdammten Scheißviecher. Laut Rabenkrone zählen nicht dazu. Ihr solltet sie vernichten, bevor sie alle gemeinsam über Bradenbach herfallen. Oh. Die ist gut. Was ist das denn hier? Eine Foliant bringt wahrscheinlich auch was, ja. Oh, das war schon. What the fuck, ihr Penners? Was ist das denn? Nein, jetzt deaktiviert er das Scheiß auch. Ich hasse Addon-Fehler. Ich aktiviere es gleich wieder und die Pfeife ist sowieso noch. Dann muss ich das jetzt eben machen. Wir sind schon Level 4 mittlerweile hier. Das deaktiviert hat, aber ich hoffe, dass es jetzt funktioniert.
Ach hier, guck mal einer an. Was habe ich denn jetzt hier aktiviert? Eigentlich ist das ganz cool. Sieht gut aus. Optisch gefällt mir das, aber... Na gut. Nehmen wir die Pfeife. Was jetzt passiert? Ah, wisst ihr was? Ihr könnt mich doch mal wirklich kreuzweise. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße hier? Ich habe kein Ziel. Jetzt hat das nicht funktioniert. Jetzt hat das, ist das irgendwie... Ach. Ist doch echt nicht zu passen. Kann's echt verrückt werden. Ich komme jetzt hier nicht irgendwie raus. Na los, hier hoch. Und in die Arme eines dämlichen Scheißwolfs. Das ist doch echt nicht zu fassen. Mache ich die Wächterquests noch? Ich weiß es nicht. Ich guck mal gleich, wie die gelegen sind. Ist hier kein Gast? Ich kriege das echt nicht zu schaffen. Hier geht's nicht sofort mehr, sich ausloggen, also von daher. Wir sind verbunden. Ach, Lorelatil. Es läuft nicht gerade. Das macht mich schon wieder so ein bisschen wild hier. Was ist das denn hier? Warum ist das aktiv? Warum sieht man diese scheiß Fische, wenn die World Quest eigentlich nicht aktiv ist? Verstehe ich nicht. So, Lorelatil. Ausloggen. Das funktioniert jetzt ja auch nicht. Wo ist denn hier der scheiß Meister, whatever. Hier. Ah, hier geht's auch. So, welches Addon war das jetzt, was ich aktiviert habe und was ich jetzt wieder deaktivieren muss? Rarity. Welches ist es denn hier nochmal? Es kommt davon, wenn man so viele hat. Egal. Egal, lassen wir so, wie es ist. Stört mich jetzt auch nicht. Ich weiß halt nicht, wozu dieser Mist hier rechts gut ist. Aber gut. Man muss es nehmen, wie es ist. Was war das denn? So, Hochberg. Wächter, Wächter. Viel Glück.
fliege ich da jetzt mal hin. Ich weiß zwar nicht. Da habe ich denn überhaupt noch Zeit für die Quest? 2 Tage, um Gottes Willen. Da muss ich die jetzt gar nicht. Dann gucke ich mal, wie weit ich jetzt noch komme. Mache ich die heute Abend oder weiß ich nicht wann. Aber das ist dann ja noch völlig in Ordnung. Ich würde dieses Addon gerne so einstellen, dass er mir die Artefaktsachen immer in eine Tasche, in eine Richtung, in eine Ecke sortiert. Wenn ich jetzt 100, 200.000, 260, 200, 380, 420, ja, fast 500, fast eine halbe Million Artefakt-Power jetzt hier in der Tasche. Ist sogar noch mehr. Schon nicht schlecht. Dass diese Dinger mittlerweile so viel bringen, ne? Ne, das sind aber auch nicht die, die ich meine. Die es aus den Truhen gibt, ne? Das sind die nicht. Nein, das sind die nicht. Das sind die nicht. Diese Flugwege dauern auch immer eine gefühlte Ewigkeit. Das hier ist auch eine Wächterquest hier. Majestätisches Urhorn. Hier unten müsste auch noch eine sein. Hier, Oma Grog. Was sagt denn eigentlich unsere Rufleistung? Oh, Traumweber, sind wir bald ehrfürchtig. Das ist nicht schlecht. Aber dann funktioniert das ja auch irgendwie mit den Paragon-Rufstufen, ne? Ich habe auch noch gar keine Idee, wie das genau abläuft. Ich habe nur gehört, dass es Paragon-Rufstufen gibt. Ich habe mir dafür auch schon Addon runtergeladen, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Learning by doing. Waren die wie immer schon meine Formel Nummer 1. Ich habe mir nie großartig Sachen durchgelesen im Internet oder sonst wo. Ich habe es mir einfach angeguckt und habe es mir dann selber versucht, durch praktische Anwendung mir das beizubringen. Ja. Was zur Hölle ist das denn? Eine Vision von Helia. Ob die sich wohl verteidigt, wenn wir sie angreifen würden? Wenn ich da jetzt mal drauf gehe, kann ich mir nicht gucken. Ja, kann ich. Unsere Feinde sind uns zahlenmäßig überlegen. Wir bedürfen ihrer Fähigkeit. Hier müsste der gleich spawnen. Wenn er denn mal irgendwann kommt. Jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier. Ich den auch immer tanke, obwohl ich gar nicht mal am meisten Damage mache. Ich bin außer Reichweite. Junge, wo kitest du den denn hin, um Gottes Willen? Meine Güte. So.
Das soll's für heute gewesen sein. Jetzt eben die Artefakt-Power-Items hier. Besseres bekommen. 860 zu 855 und 855 zu 860. Immerhin 5 Item Level insgesamt wieder mehr. Kann man sich nicht beschweren. Und so müssen wir auch wieder ein paar bekommen. Sehr schön. Liebe Leute, ich mache an dieser Stelle Schluss. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische und bis dahin macht's immer gut. Ciao.